Der Anstoß für unseren Meatless Monday war tatsächlich eine Challenge. Gary und ich hatten eine Wette, ob er einen Monat vegetarisch aushalten würde. Das hat sehr viel neuen Schwung in unsere Küche gebracht und das fanden wir eigentlich ganz toll. Und deswegen haben wir beschlossen, einmal in der Woche auf jeden Fall auf Fleisch zu verzichten. Wir sind Gary und Marlies und wir leben hier in unserer kleinen süßen Wohnung zusammen mit unserer Tochter Maja in einem kleinen stillen Örtchen hier in Bayern. Ich bin grundsätzlich eine sehr gesellige Persönlichkeit und mag den Kontakt mit anderen Menschen. Kochen ist einfach ein perfekter Anreiz dafür, die Menschen zusammenkommen zu lassen. Jeden Tag das Gleiche zu essen, wird auf Dauer langweilig. Und mit dem Meatless Monday bringen wir ein bisschen Farbe ins Spiel hinein. Eine hektisch am Herd und kocht und der andere ein bisschen außenrum schon mal wegräumen oder was dazu bringen. Gesundes Essen ist uns sehr wichtig. Wir kochen jeden Tag frisch. Heute ist Meatless Monday und deswegen essen wir heute Plant Bullas. Das sind fleischlose Fleischpflanzerl und dazu gibt es Kartoffelbrei und eine kleine Soße und einen Salat dazu, damit wir dann später gemeinsam am Tisch die Zeit als Familie genießen können. Für uns ist es super wichtig, dass Maja immer mit am Tisch sitzt, wenn wir essen, damit sie das Gefühl bekommt von dieser Zusammengehörigkeit und von diesem Familienleben. Wenn sie auch immer sich was aussucht und auch wenn es auf der Kleidung landet, kein Problem, aber sie probiert alles. Mit unserer Maja ist es uns noch einmal mehr wichtig, an die Zukunft und die Umwelt zu denken und deswegen wollen wir ihr so Rituale wie den Meatless Monday gerne weitergeben.